Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play Dangerous Patchouli. Ach ja, gerade die letzte Aufnahme von New Monster Land hinter mir und das Spiel endlich durch. Endlich. Und jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Wo kann man denn sein Spiel laden? Ich glaube, das ist es nicht. Ich möchte einen Spielstand laden, bitte. Ich glaube, das ist es. Ja. Genau. Genau. Und wir gehen durch die Welt. Ah ja. Genau. Ja. Eben wieder daran erinnern, wie das Spiel funktioniert. Yay. Ach ja, wir können fliegen und das ist voll cool. Ich fliege gerne. Yay. Und wir können alles verbrennen, weil wir haben mit Patchy die ultimative Feuerkraft. Nein, das ist es nicht. Das ist es, genau. Die Feuerpower. Du. Hier müssen wir durch, ne? Ah, wir haben wieder die Mini-Suwako. Na komm. Komm mal hier hoch, kleine Maus. Hep, hep, hep. Genau. Spring, spring, spring. Und dann bitte von der Seite da runter. Genau. So geht das. Und wir haben den Schlüssel. Das freut mich natürlich sehr. Feuer brennt alle. Brennet nieder. Und dann gehen wir hier durch. Und hier ist auch ein Schlüssel. Und das ist gut zu wissen. Gib mir Punkte. Und wir können einfach fliegen. Fliegen ist schön. Ich fliege so gerne. Und wir haben wieder unseren Ort, wo wir Charakter wechseln könnten, wenn wir das denn wollten. Aber ich wüsste gerade nicht, wieso ich das tun sollte. Na komm. Ach ja. Und ich hoffe, man hat meinen Mauszeiger nicht gesehen, der hier die ganze Zeit im Bild war. Und hier rein. Was erwartet uns hier? Schalter. Offensichtlich. Oh yeah. Schalter sind immer schön. Und die Kiste war jetzt sehr schwierig zu bekommen. Na toll, wo soll ich denn jetzt lang? Da ist ein gelber Schlüssel und hier sind jede Menge Türen. Da ist ein Schlüssel. Na komm. Ey. Ich kann die Tür nicht. Ich kann das Ding nicht öffnen. Was soll das denn? Das finde ich nicht nett. Aber egal. Hier brauche ich wahrscheinlich Wasser. Genau. Feuer. Oh yeah. Und gib mir mal noch mehr Feuer. Okay, da komme ich nicht durch. Das heißt, ich brauche Suwako. Wahrscheinlich mit ihrem Ring. Genau, Ring der Zerstörung. Und Wasser hast du praktischerweise auch. Boah, wie wir uns hier durchballern, das ist echt ziemlich cool. Gibt es hier unten dann noch irgendwas? Ich glaube nicht. So, alles kaputt machen. So, perfekt. Nochmal eine Schatztruhe abgegriffen. Und durch die Tür.
Na doch, da ist ein Schlüssel in dem Raum. Na, mal schauen. Den hätte ich doch ganz gerne. Ja, den hätte ich wirklich ganz gerne. Ich weiß aber nicht, wo der sein soll. Ach, da oben. Patchy, mach mal bitte Feuer. Mach mal Feu-Feu. Und Tsubaku. So, einmal hier durch. Hier waren wir schon. Wie komme ich denn nach da oben hin? Gibt es da irgendwie einen Weg oder so? Ich glaube ja nicht, aber... Na... Sieht nicht so aus. Egal. Also gehen wir weiter. Wieder durch die Tür. Genau, und wir wollen natürlich Wasser haben. Aber ich muss aufpassen, ich kann jetzt nicht mehr fliegen. Ne. Geht drauf, ihr Viecher. Und der ganze Umweg, wahrscheinlich nur genau, um hier hinzukommen. Wow, wie nett. Wie nett von dir. Aber mein Zeitenversuch geschafft. Hat mich auch nur 30% meiner HP gekostet. 35 sogar jetzt. Ne, schieß dich durch, Tsubaku. Und hier durch. Und nee, wir müssen hier lang. Meine Güte. Patchy, ich wähle dich. Du bist mir irgendwie sympathischer und du bist schon wieder hier. Wo kann ich denn jetzt lang? Ich sehe hier keine blaue Tür. Ah, interessant. Oder so. Ne. Muss ich erwarten. Na komm, Plattform, Plattform, Plattform. Yay, gelber Schlüssel. Noch ein blauer Schlüssel. Viele Schlüssel zu haben ist immer gut. Glaube ich. Ah, sehr schön. Hier geht man bitte drauf, ihr Feen. Ah, ernsthaft, wo muss ich denn hin? Du. Ach ja. Eine spannende Fahrt. Gehen wir mal direkt in die erstbeste Tür. Ne. So. Und mit dem Feuer alles vernichten. Ne. Feuer. Oh yeah. Sehr schön. Sind wir dann irgendwann nochmal oben angekommen? Ja. Und das alles für einen weiteren blauen Schlüssel. Yippie, juhu. Wo soll ich denn lang? Fuck. Ne. So. Naja. Immerhin ist die Musik ganz nett. Und wir bewegen uns weiter durch den Wald der Magie, schätze ich mal. Soll das hier sein? Ich weiß es nicht genau. Nehmen wir die nächste Tür. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall Energie. Das ist gut. Fliegen wir doch einfach hier drüber. Sehr gut. Und haben einen gelben Schlüssel. Mal wieder. Und ganz viele Puschels.
den ganzen Weg wieder zurück. Ey, du. Kleiner Mist. Kleiner Mistkerl, du. So, sehr schön. Einfach Feuerspam. Oh, du, du. Den roten Schlüssel, den brauchen wir auch noch. Ich sollte den wahrscheinlich auch erst holen. Bevor ich irgendwo anders hingehe. So. Jetzt haben wir drei verschiedene Schlüssel. Feuer. Sehr gut. Und wir fliegen ganz schnell rüber. Nein. Mir fehlt ein Schlüssel. Der grüne. Sehr gut. Ach ja. Ich hoffe, der ist hier. Wäre nämlich ein bisschen blöd, wenn nicht. Und ich habe keine Ahnung, was es bringt, die Punkte einzusammeln. Wahrscheinlich gibt es einfach nur mehr Score. Ich meine, gut, die Highscore ist mir relativ egal. Muss ich sagen. Meine Güte. Ich hatte das Gefühl, dass das ja einfach nur ein Rückweg ist. Nein. Doch. Ey, ich habe einen grünen Schlüssel gefunden. Also war es doch sinnvoll, hier runter zu gehen. Und ich glaube, dann haben wir die Stage wahrscheinlich auch so ziemlich abgehakt. Sehr gut. Also wieder eine Stage pro Video. Yay. Wir alle freuen uns. Du. Yay, yay, yay. Na komm, geh durch die Tür. Und auf die Plattform. Patchouli. So. Sind wir dann beim Boss? Ja, sind wir. Sehr schön. Och, das war aber ein schöner Stage. Und bisher ist noch alles ganz easy. Und Koichi bist du. Würde ich mal behaupten. Bist du. Wow. Au, au, au. Geh bitte kaputt. Ja, wow, die Zeichnung ist jetzt weniger schön. Aber naja. Yay, schwierig. Wahrscheinlich deine letzte Form. Ja. Hör doch irgendwann mal auf mit dem Spam. Ach, du hast noch eine. Was soll denn das? Koichi, warum hast du noch eine Form? Ich finde das nicht wirklich nett von dir. Naja, geschafft. Zwar mehr schlecht als recht, aber trotzdem. Du, du, du. New Record. Fantastic. Sehr schön. Ich würde sagen, dann war es das auch für diese Aufnahme-Session. Beziehungsweise für diese Aufnahme auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.